Und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Wir machen heute weiter mit der Reformation und heute in Teil 4 geht es um die Biografie von Martin Luther. Und wir fangen vorne an. Martin Luther wurde am 10. November 1483 in Eisleben in Sachsen-Anhalt geboren. Sein Geburtshaus ist heute ein Museum und natürlich heißt die Straße heute Lutherstraße. Sonst ist er in gutem Hause aufgewachsen. Er ist zur Lateinschule gegangen. Das ist heute sowas wie ein Gymnasium. Ist 1501 angefangen zu studieren. Erst Philosophie, das hat er mit Magister abgeschlossen. Anschließend Jura. Und dann soll es eine besondere Gegebenheit gegeben haben. Und zwar hat er wohl ein Gewitter, ein schlimmes Gewitter erlebt. Und hat dann zu Gott gebetet und gesagt, wenn ich dieses Gewitter überlebe, dann werde ich ein Kirchenmann. Und so ist es dann 1505 gekommen. Er hat das Jurastudium abgebrochen und ist in den Bettelorden der Augustiner eingetreten und ein Mönch geworden. In seiner weiteren Entwicklung setzte er sich sehr kritisch gegenüber den kirchlichen Missständen und unmoralischen Verhalten des Klerus auseinander. 1512 wurde er dann Theologieprofessor in Wittenberg. Die bisherige Praxis in der katholischen Kirche, Vergebung durch Gebete, Fasten und gute Werke und Pilgerfahrten zu erlangen, wurde abgelöst durch den Ablass gegen Zahlung eines festgelegten Betrages für verschiedene Vergehen. Dieses wurde zu einer lukrativen Einnahmequelle für die Kirche und sollte unter anderem der Finanzierung des sehr, sehr teuren Baus des Petersdoms dienen. Um die Sünder zur Zahlung zu überreden, malten die Geistlichen in düsteren Bildern aus, welche Höllenqualen die Bevölkerung im Jenseits zu erwarten hätte, wenn sie doch keinen Ablasshandel, also keine Ablassbriefe gekauft hätten. Und glücklicherweise konnte man diese Ablassbriefe auch schon für Verstorbene kaufen oder man konnte sie auch schon kaufen für Sünden, die man noch gar nicht begangen hatte. Also eine ganz praktische Sache. Und seitens der Kirche wurde einem suggeriert, dass wenn man diesen Ablasshandel nicht annimmt, dass man eigentlich keine Chance hat und sowieso im Fegefeuer landet. Martin Luther widerstrebte diese Vorgehensweise und sah im Ablasshandel einen Missbrauch und forderte stattdessen eine Rückbesinnung auf die biblischen Grundlagen des Evangeliums. Seiner Überzeugung nach sollten Christen alleine durch den Glauben an Gott von der Strafe nach dem Tod befreit werden. Und dann 1517, am 31.10., war dieses geschichtsträchtige Ereignis, dafür gibt es dieses Jahr einen Feiertag, und zwar schlug er die 95 Thesen, also Verbesserungsvorschläge, an der Schlosskirche in Wittenberg an. Und diese Schlosstüren, das war früher sowas wie die Dorfzeitung oder die Tageszeitung. Dieser Akt war ein Paukenschlag und kann als Auslöser der Reformation, und das heißt so viel wie Erneuerung, angesehen werden. Martin Luther hatte auch Kopien seiner Kritik seinen Vorgesetzten, dem Erzbischof von Mainz, dem Bischof von Brandenburg, zukommen lassen, um in einem Streitgespräch seine Standpunkte offenzulegen. Doch zu diesem Streitgespräch kam es nicht. Martin Luther hatte auch keine Möglichkeit, seine Kritik offenzulegen, sondern die katholische Kirche schlug zurück und drohte mit der Eröffnung eines Ketzerprozesses. Und man überlegte ihn, aus der Kirche zu werfen. So etwas darf ein Mönch nicht sagen. Und er sollte doch gefälligst seine 95 Thesen widerrufen und sich klar zur Kirche benennen. Zusätzlich wurde er von Kaiser Karl V. für rechtlos erklärt, nachdem er auf dem Reichstag in Worms im April 1521 den Widerruf und die Unterwerfung unter ein allgemeines Konzil abgelehnt hatten. Seine Antwort darauf: Ich stehe hier, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. Diesen Satz, den muss man übrigens wirklich kennen. Durch die Erfindung des Buchdrucks fanden stattdessen seine Schriften große Zustimmung und Verbreitung im deutschen Volk. Am 3.1.1521 wurde er von Papst Leo X. exkommuniziert. Exkommuniziert bedeutet aus der Kirche rausgeworfen.
1521 floh er auf die Wartburg nach Eisenach in Thüringen und von dort an lebte er unter einem Decknamen. Und zwar hieß er dort Junker Jörg. Und dort hat er das Neue Testament aus dem Griechischen ins Deutsche übersetzt. 1522 kehrte er nach Wittenberg zurück. 1524 verließ er den Augustinerorden. 1525 heiratete er Katharina von Bora, die eben dann auch eine ehemalige Nonne war, und zusammen bekamen sie 6 Kinder. 1534 veröffentlichte er die gesamte Bibel, also das Alte Testament und das Neue Testament. Das Neue Testament hatte er ja bereits fertig und das Alte Testament hatte er mit einem Helfer ins Deutsche übersetzt. Und ein paar Jahre später, am 18.02.1546, verstarb er in Eisleben. Zum Abschluss muss man ein paar Dinge wissen. Martin Luther ist verantwortlich für die Teilung der Kirche in evangelisch und katholisch. Martin Luther hat die Bibel ins Deutsche übersetzt und sein Satz, den man unbedingt kennen muss: Ich stehe hier, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Den muss man kennen. Jetzt kennt ihr das Leben von Martin Luther. Okay, das war's.